Mein heutiger Vortrag ist die Annäherung eines Historikers an das Thema der Transformation, wie schon im Titel angedeutet. Bislang handelt es sich dabei um eine Domäne der Sozialwissenschaften, aber die Revolutionen der Jahre 89 bis 91 und die anschließende Transformation gehen in die Geschichte ein. Vielleicht noch ein persönliches Appetit. Ich war im Herbst 89 in Prag aufgrund verschiedener Zufälle, also es ist sozusagen, da hat mich das immer ein bisschen begleitet. Nun, wie wird's Geschichte? Das ist nicht zuletzt an den Lebensläufen der damals führenden Akteure abzulesen. In den vergangenen Jahren sind ja schon etliche prominente Dissidenten verstorben und die Reihen der früheren Reformkommunisten lichten sich ebenfalls, sodass man Hans Rothfels Definition der Zeitgeschichte als Epoche der Mitlebenden nicht ganz so wörtlich nehmen sollte. Das sind jetzt auch die Mitsterbenden sozusagen. Nun, was waren die Grundzüge dieser jüngsten Periode der Zeitgeschichte? Das ist die Frage des heutigen Vortrags. Und ich werde dabei im Vorgriff auf das nächste Buch, das dann im Herbst erscheinen soll, die These aufstellen, dass es sich um ein Zeitalter des Neoliberalismus handelte. Diese These bestimmt auch die Periodisierung der Transformationszeit. Den Beginn setze ich an in den 80er Jahren, als der Neoliberalismus und die mit ihm verbundenen Wirtschaftslehren eine hegemoniale Stellung erreichten. 1989 war auch dafür ein Schlüsselmoment. In diesem Jahr vereinbarten der Internationale Währungsfonds, die Weltbank und das US-Finanzministerium den sogenannten Washington Consensus. Und dieses Programm, das eigentlich ursprünglich für das inflationsgeplagte und überschuldete Lateinamerika aufgelegt wurde, enthielt 10 Punkte, darunter Austerity, also Sparmaßnahmen, weiß man noch gar nicht, ob das wirklich Geschichte ist, dann auch noch die Schwerpunkte Liberalisierung, Deregulierung und Privatisierung. Dieser Washington-Konsensus wurde dann sehr rasch auf die postkommunistischen Staaten angewandt, allen voran Polen, dem Vorreiter der Reformen. Und damit wäre ich beim Verlauf der Transformation und ihren sozialen Auswirkungen dem zweiten Thema meines Vortrags. Nun, als Historiker ist immer so die Frage, wie nähert man sich dem Begriff der Transformation an, wie kann man das definieren? Man muss es unterscheiden vom allgemeinen historischen Wandel, weil sonst macht es ja für die Geschichtsschreibung nicht so viel Sinn. Ich definiere die Transformation nicht anhand der miteinander verwobenen Teloi Demokratie und Marktwirtschaft, also das ist so das übliche First, Second Dimension of Transformation in der sozialwissenschaftlichen Forschung, sondern etwas offener und zugleich spezifischer, hoffentlich zumindest, als beschleunigten, nachrevolutionären und synchronen Wandel der Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Zu den wesentlichen Grundelementen und Folgen des Neoliberalismus gehören zunehmende soziale Differenzen. Ich werde die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich vor allem anhand regionaler Divergenzen aufzeigen, also das schließt wieder an dieses Interesse für Regionalgeschichte. Es geht an dem empirischen Teil des Vortrags, quasi ein Buchkapitel, um die wachsenden Unterschiede zwischen Stadt und Land, die sich in allen postkommunistischen Staaten und seit einigen Jahren auch im co-transformierten westlichen Europa abzeichnen. Nun, in Polen, Ungarn und der Slowakei ist diese intranationale oder auch regionale Divergenz besonders ausgeprägt. Im vierten Teil meines Vortrags behandle ich dann die Konvergenz, Konvergenz zentraleuropäischer Metropolen. Dazu nur ein Stichwort. Im Jahr 2008 haben Warschau und Prag im Bruttosozialprodukt pro Kopf die deutsche Hauptstadt Berlin überholt. Also die Wirtschaft ist da tatsächlich stärker. Nun, wie konnte das geschehen? Nachdem Berlin Anfang der 90er noch meilenweit vor Warschau lag. Ich versuche in einem weiter gefassten Metropolenvergleich, der Prag, Budapest und Wien mit einschließt, die Gründe für diese langjährige Stagnation Berlins und gleichzeitig den Boom vor allem in Warschau zu erklären. Zugleich, das ist auch ein Nebenaspekt, versuche ich damit die in der Transformationsforschung üblichen den üblichen Fokus auf nationalstaatliche Daten und Wirtschaftspolitiken zu ergänzen. In der Auswahl dieser kleineren Untersuchungseinheiten und einer Bottom-up-Perspektive, die den Wandel des Alltags von Mentalitäten und Bedeutungen mit einschließt, sehe ich mögliche Aufgaben der Zeitgeschichte und ihrer Befassung mit der Transformationszeit. Und damit kurz zu den Quellen. Mein Buch ist erstens auf mediale Quellen gestützt. Zweitens habe ich umfangreiche Recherchen in städtischen Statistikämtern und anderen Behörden unternommen. Und interessant waren drittens dann auch noch Erfahrungen mit dem Internet als Datenspeicher. Also viele Statistiken, die ich 2011, 12
herunterladen konnte, sind inzwischen schon wieder gelöscht oder nicht mehr zugänglich. Und auch für Oral History gibt es nur ein begrenztes Zeitfenster. Und es schien mir daher fast so, als wäre es am besten, die Zeitgeschichte entweder zeitnah zu schreiben, so wie das hier in München auch Andreas Wirsching ausgezeichnet vorgeführt hat, oder eben einige Jahrzehnte bis zur Freigabe der Archivalia zu warten. In manchen Bereichen gibt es trotz des kurzen Zeitabstands übrigens auch schon archivalische Quellen. Sehr interessant sind außerdem sozialwissenschaftliche Untersuchungen der 80er und 90er Jahre, die man ebenfalls als Teil der Transformationsdiskurse und somit als Quelle betrachten kann. Zurück zu Punkt 1, den Grundlagen der Transformation. Die angesprochene Hegemonie des Neoliberalismus beruhte letztlich auf einer Verknüpfung westlicher und osteuropäischer Krisen- und Reformdiskurse in den 80er Jahren. Nun, egal wie man zu den Reaganomics oder dem Thatcherismus steht, sie bewirken den Anschein größerer Dynamik im Vergleich zum Ostblock auf jeden Fall und auch zu den kontinentaleuropäischen Wohlfahrtsstaaten. Als die Reform des real existierenden Sozialismus scheiterte, so meine These, fehlte auf globaler Ebene ein Gegenmodell zur liberal-kapitalistischen Ordnung, die Francis Fukuyama in der berühmten These schon als Ende der Geschichte betrachtete. Nun, die neoliberale Chicago School, da kommt man dann in die Geschichte des ökonomischen Denkens, unter Milton Friedman sah sich erst recht bestätigt, ja, also für ihre Ansichten, und als Beleg jetzt eigentlich dann schon für die angesprochene Hegemonie des Neoliberalismus zeige ich Ihnen jetzt einen Ausschnitt aus einer Fernsehserie, die Friedman 1990 erstellt hat und die von prominenten Politikern und Figuren des öffentlichen Lebens eingeleitet wurde. Gegen den Staat, freie Marktwirtschaft, oft in diesem, also in der weiteren Serie, zu viel Zeit haben wir nicht für sowas, ja, aber auch pure Marktwirtschaft, reine Marktwirtschaft, also quasi unverdorben, also da erkennt man schon ja, eben diesen eigentlich westlichen Triumphalismus. Ja. Der Kalte Krieg ist gewonnen, aber auch in der Hinsicht, dass es praktisch die Balance innerhalb des Westens verändert in die angesprochene Richtung. Gut, Friedman verwies in diesem Film auch auf Anhänger im Osten. Und hier kann ich ergänzen, wiederum aufgrund dieser medialen Quellen, die polnische Wochenzeitung Politika hat bereits 1988 über die, ich zitiere, wachsende Macht radikaler Thatcheristen berichtet. Ja, also noch vor dem Regiewechsel eigentlich. Gemeint war unter anderem Leszek Balcerowicz, bald darauf polnischer Finanzminister, der Ende 89 dann sein 10-Punkte-Programm radikaler Reformen auflegte. Übrigens war auch schon dieser Washington-Konsensus ein Dekalog, als wollte man damit auf die 10 Gebote im Alten Testament rekurrieren. Nun, obwohl der Internationale Währungsfonds und Experten wie Jeffrey Sachs erheblichen Einfluss auf Warschau hatten, der Spitzname dieser Beratertruppe war Brigada Mariotta, weil die alle im Warschauer Marriott Hotel residiert haben, kann man die Schocktherapie nicht allein westlichen Einflüssen zuschreiben. Diese Triade Liberalisierung, Deregulierung, Privatisierung und die dogmatische Entstaatlichung stießen bei den Wirtschaftsexperten im Ostblock auch deshalb auf fruchtbaren Boden, weil sie eben nur einen gängigen, ineffektiven Staat kennengelernt hatten. Nun, jetzt war einmal von Polen die Rede, in dem Film natürlich auch von der Tschechoslowakei. Manchmal wird übersehen, dass die radikalste Schocktherapie eigentlich in der ehemaligen DDR angewandt wurde. Die Währungsunion im Juli 90 war der erste Schock. Die Wiedervereinigung im Oktober brachte dann einen zweiten Schock, denn sie ging ja mit dem Beitritt zur EU und damit der völligen Liberalisierung des Außenhandels einher. Wie sich das dann auf Berlin vor allem ausgewirkt hat, gleich mehr in diesem angesprochenen Metropolenvergleich. Die Folgen der polnischen Schocktherapie sind seit jeher kritisch diskutiert worden. Der von Balcerowicz völlig unterschätzte Einbruch der Wirtschaft führte zu einem dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Auch jene Menschen, die noch Arbeit hatten, wurden spürbar ärmer. Die polnische Regierung, ähnlich auch die tschechoslowakische, belegten Lohnerhöhungen, die über die Inflation hinausgingen, mit hohen Strafsteuern. Infolgedessen sanken die Realeinkommen in Polen fast um die Hälfte, 1990, in der Tschechoslowakei um ein Sechstel. Nun dann, ab 1992 konnte Polen diesen wirtschaftlichen Einbruch als erstes postkommunistisches Land überwinden und seitdem wächst die polnische Wirtschaft bis in die jüngste Zeit. Die Anhänger dieser radikalen Reformen hatten damit ein gutes Argument in der Hand. Sie konnten behaupten, es hat gewirkt. Jeffrey Sachs im Übrigen vertrat diese Meinung zuletzt 2009 in einer lebhaften internationalen Debatte mit den Gradualisten, also
den Anhängern schrittweise Reformen. Wie man es auch sieht, die Erfolgsmeldungen der frühen 90er Jahre verstärkten nochmals die hier im Filmchen gezeigte Hegemonie des Neoliberalismus. Letztlich sprangen dann im Laufe eines Jahrzehnts fast alle osteuropäischen Staaten auf den neoliberalen Zug auf, die einen früher, die anderen später. Ich habe in meinen Forschungen jedoch keinen Zusammenhang zwischen einem bestimmten wirtschaftspolitischen Input und einem ökonomischen Output belegen können. Außerdem verlief dieser Aufschwung höchst ungleich. Und damit komme ich zum dritten Themenkomplex, der Divergenz zwischen Stadt und Land. Die soziale Gruppe, die in Polen am meisten unter den Reformen litt, waren die Landarbeiter. Ähnlich wie in der ehemaligen DDR gingen die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften en masse in Konkurs. Das lag unter anderem an der überstürzten Privatisierung und mangelnder politischer Steuerung. Nun, wegen der bereits angesprochenen Liberalisierung des Handels waren auch die Kleinbauern in Ost- und Südpolen bald nicht mehr konkurrenzfähig. In der Ostslowakei und im östlichen Ungarn war die wirtschaftliche Lage ein bisschen besser, aber auch nicht gut. Man kann zusammenfassen, als eines der Resultate der Transformation, dass sich von Galizien bis zur nördlichen Donauebene eine grenzüberschreitende Zone der Armut bildete. In den Hauptstädten begann dagegen ein Aufschwung, dessen Grundlagen gleich erklärt werden. Nun, diese enorme Kluft zwischen Stadt und Land lässt sich mit Daten verdeutlichen. In Polen, der Slowakei und Ungarn erwirtschafteten die ärmeren, ländlich geprägten Regionen 5 Jahre nach dem Umbruch nur noch etwa ein Viertel des Bruttosozialprodukts der jeweiligen Hauptstädte. Typisch für die genannten Länder ist außerdem ein West-Ost-Gefälle. In Polen nannte man die abgehängte östliche Hälfte des Landes bald Polska B gegenüber Polska A, den Wachstumsregionen um Warschau, Posen und Breslau. Hier sehen Sie jetzt dann diese regionale Divergenz in Zahlen. Das machen wir mal auf groß. Also, im Jahr 95 betrug das kaufkraftbereinigte BIP in Warschau, wie man hier sehen kann, 8.200 Euro pro Kopf, also in den Euro von 2005 ist diese Rechnung aufgestellt, auf dem Land dagegen nicht einmal 2.000 Euro. 10 Jahre nach dem Umbruch, das sollte jetzt eigentlich gleich kommen, lag der Abstand zwischen den ärmeren Regionen und der Hauptstadt Warschau bei einer Ratio von ungefähr 1:5, ähnlich in Ungarn und in der Slowakei. Nur etwa 50 Kilometer außerhalb von Warschau, das wissen natürlich wie Martin oder die sozusagen Älteren unter uns alle, betrat man gewissermaßen eine andere Welt. Nun, das Gefühl konnte man auch außerhalb von Berlin bekommen, wenngleich die statistischen Unterschiede in der ehemaligen DDR weniger dramatisch waren. Nun, wie Sie jetzt gleich sehen können, wuchs dann hier dieser Stadt-Land-Abstand bis zur Erweiterung der EU weiter. Also Sie sehen hier jeweils sozusagen Wachstumsregionen, in der Regel Hauptstädte, noch teilweise auch andere, aber ich habe es dabei belassen und dann eben ausgewählt ärmere Regionen in den jeweiligen Staaten. Und der Abstand, sehen Sie ja auch, ne, ist riesig. Nun, noch interessanter als diese Statistiken ist die Frage, warum die postkommunistischen Gesellschaften diese eklatanten Unterschiede überhaupt hinnahmen. Bis 1989 waren dort ja die sozialen Verhältnisse in etwa so ausgeglichen wie im bürgerlichen Sozialismus in Schweden. Doch im Ostblock war Gleichheit als Begriff und gesellschaftspolitisches Ziel in Verruf geraten, und zwar so sehr, dass die postkommunistischen Gesellschaften, allerdings auch wieder in unterschiedlichem Maß, Ungleichheit quasi hinnahmen. Außerdem waren andere soziale Verwerfungen und die täglichen Herausforderungen der Transformation so groß, dass sich wenig politischer Widerstand bildete. Nun, die neoliberale These, dass sich Marktwirtschaft und Demokratie gegenseitig bedingen, das hat man damals Anfang der 90er tatsächlich noch geglaubt, lässt sich daher anhand von Europa nicht wirklich bestätigen. Die radikalen Reformen waren nur im Kontext einer unvollständigen Demokratisierung möglich. Der Preis für die Reformen war der Aufstieg des Populismus, wobei man da auch feststellen kann, dass das Parallelen dazu gibt, ne? Beispielsweise in Italien in den letzten Jahren. Bei den jeweils zweiten freien Parlamentswahlen, abgehalten 93-94, bekamen die Reformeliten dann aber eine Quittung. Überall siegten die Postkommunisten, sogar in der ehemaligen DDR bekamen sie 4 Direktmandate. In Tschechien etwas verzögert. Nur diese postkommunistische Wende, und hier passt eigentlich Wende eher als Begriff, Mitte der 90er Jahre markiert eine wichtige Zäsur in der Geschichte dieses neoliberalen Zeitalters. Die Wirtschaftsreformen wurden dann anschließend zwar nicht rückgängig gemacht, aber modifiziert. Der Staat verstand sich wieder mehr als Unternehmer,
Die Stabilisierung großer Kombinate bekam Vorrang vor einer raschen Privatisierung. Wie weit die Modifikation der Reformen ging, ist dann immer noch eine andere Frage. Wegen der hohen Auslandsschulden mussten sich vor allem Polen und Ungarn weiter an die Vorgaben des IWF halten. Außerdem verhielten sich die misstrauisch beäugten Postkommunisten häufig überangepasst. So erklärte sich zum Beispiel, dass in Ungarn ausgerechnet der postkommunistische Finanzminister Bogros 1995 ein einschneidendes Sparpaket beschloss, das dann dort diesen Teufelskreislauf zwischen populistischer Kritik, also an Reformen, und apolitisch begründeten, stets unvermeidbaren, alternativlosen Maßnahmen eröffnete. Die wirtschaftliche Entwicklung Polens und Tschechiens nach den jeweiligen Wahlsiegen der Linken lässt es jedenfalls schwer zu, den Zusammenhang zwischen Schocktherapie und späterem Wohlstand klar zu belegen. Ebenso klar ist aber auch, was am schlechtesten funktionierte, die planlose Vermeidung von Reformen, wie etwa in Rumänien, Bulgarien oder der Ukraine. Nur diese Divergenz innerhalb der postkommunistischen Länder ging mit einer transnationalen Konvergenz einher. Das gilt nicht nur für die Armut im Karpatenraum, sondern vor allem für die reichen Hauptstädte. Und vielleicht vorweg auch wieder ein paar Worte, wie ich überhaupt auf diesen Vergleich zwischen den Hauptstädten gekommen bin. Erst habe ich ja mal recherchiert, wie groß ist der Unterschied zwischen Stadt und Land. Und dann ist mir eben aufgefallen, wie dynamisch sich diese Hauptstädte entwickelt haben. Leider ist es schwierig, für Anfang der 90er Jahre verlässliche und vergleichbare Statistiken zum BIP auf regionaler oder lokaler Ebene zu bekommen. Die EU-Statistikbehörde Eurostat hat erst ab 1995 Daten erhoben, weil Brüssel offenbar die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich als politisches Problem erkannte. Für die erste Hälfte der 90er Jahre gibt es daher keine Daten über das kaufkraftbereinigte BIP, aber immerhin über die Einkommensverhältnisse der Bevölkerung. Ich konzentriere mich jetzt nachfolgend auf Warschau, weil ich dort tatsächlich auch am meisten dann recherchieren konnte. Im Jahr 1990 betrug das durchschnittliche monatliche Erwerbseinkommen im Großraum Warschau ungefähr 60 Dollar pro Kopf. Ja, Dollar war ja die wahre Währung eigentlich damals. Nun, da gibt es auch wieder Angaben, für was wurde das ausgegeben, und Lebensmittel verschlangen etwa die Hälfte dieses monatlichen Einkommens. Das heißt, man kann wirklich sagen, die Mehrheit der Warschauer lebte sprichwörtlich von der Hand in den Mund. Nun, bei all diesen Statistiken ist natürlich immer das Problem, graue Wirtschaft, Schwarzmarkt und so weiter, was alles nicht mitgezählt wird, trotzdem, 60 Dollar ist ja auch aussagekräftig. Nun, an die Anschaffung eines neuen Autos, Hausgeräte, Telefon oder der Bezug einer größeren Wohnung war damals natürlich nicht zu denken. Hier auch vielleicht mal ein Verweis jetzt über diese Daten hinaus, was in dem Buch auch viel ausführlicher beschrieben ist. Wohnung. Ne? In Warschau durchschnittliche Wohnungsgröße pro Kopf 17 Quadratmeter und auch pro Kopf weniger als ein Zimmer. Also man hat wirklich beengt gelebt. Ne? Wenn man zum Beispiel recherchieren will, die Mythen umwobene Matka Polska, ja, die polnische Mutter, die sehr viel demoniert, ja, dann weiß man warum. Hat auch mit dem Klima in der Stadt dann zu tun, also warum ist das Stadtzentrum belebt, ne? Weil die jungen Leute immer rausgegangen sind. Und so weiter und so fort. Also man kann da schon über diese Zahlen hinaus noch weiterspinnen. Gut, dann kommt dieser Aufschwang und 1995 hat sich das bereits ein wenig verbessert, die wirtschaftliche Situation. Die Warschauer verfügten damals über ein monatliches Erwerbseinkommen von durchschnittlich 160 Dollar, wobei hier auch die höhere Kaufkraft zu berücksichtigen. So, jetzt haben wir hier also schon eine längere Zeitreihe. Das Jahr 2000, das können Sie ja auch schon sehen, umgerechnet gut 600 Dollar. Nochmals 5 Jahre später 1080 Dollar. Im letzten Vorkrisenjahr 2008 über 2000 Dollar. In Summe eine mehr als achtfache Steigerung. Das Bruttosozialprodukt, übrigens natürlich, vielleicht was man immer selbstkritisch anmerken kann, ist das wirklich, sollte das der einzige Indikator sein? Es gibt auch Human Development Index und andere breiter angelegte Daten. Das Problem ist immer nur, man bekommt die nicht, ja, auf dieser kleinen Landkreis-Stadt-Ebene. Aber gut, hier ist das BIP. Ja. Auch das hat sehr stark zugenommen, von diesen erwähnten 8.200 Euro bis auf 28.200 Euro im Jahr 2008, also eine Verdreifachung. Die Zahlen für Prag im Übrigen sind ebenso beeindruckend. Dort stieg das BIP pro Kopf von 7.000 Euro, da haben wir das alles in 5 Jahresschritten auf, also 11.900 und so weiter. Sie sehen das ja bis auf 30.400 Euro im Jahr 2008.
Budapest ein bisschen dahinter. Nun, bevor jetzt nähere Erklärungen darüber folgen, warum Berlin als einzige Hauptstadt in Ostmitteleuropa relativ lange stagnierte, möchte ich ein bisschen etwas sagen zur Valenz dieses Vergleichs. Gegen diesen Vergleich, also jetzt eben über praktisch Prag, Budapest und Warschau hinausgehend, lässt sich natürlich einwenden, Berlin war jahrzehntelang geteilt, hatte einen Sonderstatus, also West-Berlin. Doch letztlich waren eben beide Teile Berlins der Transformation unterworfen. Über Nacht war die Industrie nicht mehr konkurrenzfähig, in Ost-Berlin durch die Währungsunion, die eine mehrfache Aufwertung mit sich brachte, in West-Berlin durch den Wegfall der Subventionen für die ehemalige Mauerstadt. Für den Vergleich spricht auch, dass es ja eigentlich keine so guten Argumente mehr dafür gibt, Studien zur Transformation weiterhin am früheren eisernen Vorhang enden zu lassen und damit die Mental Map, die Landkarten des Kalten Krieges fortzuschreiben. Auch die erweiterte Bundesrepublik wurde 1990 zu einem Transformationsland. Nun, Wien, das sich in mancher Hinsicht in einer ähnlichen Situation wie West-Berlin befand, Randlage am eisernen Vorhang, wirtschaftlicher Niedergang, Überalterung, ist ebenfalls ein interessanter Vergleichsfall, wobei, bevor ich das nächste Schaubild hier sage, erwähne ich vorweg, ich habe selber lang und gerne in Berlin gewohnt, also in Bayern ist ja so das Hauptstadt-Bashing recht beliebt, mir liegt das fern. Ja. Aber auch hier haben wir wieder diese Statistiken, da sehen Sie, ne, diesen riesigen Vorsprung von Berlin am Anfang, aber dann eben nicht mehr. Im Jahr 95 ein BIP, Kaufkraft bereinigt sind mit all diese Angaben von späteren 24.000 Euro, eben wie gesagt, fast dreimal so viel wie Warschau. Aber bereits damals haben sich bestimmte Probleme abgezeichnet. Die Arbeitslosenquote zum Beispiel ist von 89 bis 94 um mehr als zwei Drittel auf gut 13% gestiegen und lag damit weit höher als in den anderen Hauptstädten. Danach, wie gesagt, eben nach 95 kam Berlin trotz des Baubooms im Zentrum nicht mehr so recht auf die Füße. Ich stehe da irgendwie im Weg. Ne? In dem Jahrzehnt zwischen 95 und 2005 ging das kaufkraftbereinigte Bruttoregionalprodukt, muss man ja eigentlich sagen, auf hier diese angezeichneten 23.200 Euro zurück und die Arbeitslosigkeit stieg dann letztendlich auf fast 20%. Nun, die Entwicklung in dieser verlorenen Dekade auf 95 zeigt, dass staatliche Investitionen wie der Bau des Regierungsviertels und Prestigeprojekte wie der Potsdamer Platz offenbar kein genügendes Wachstum oder Wohlstand für breitere Schichten erzeugt haben. In den Jahren 2005 bis 2008 überwand Berlin dann aber die lange Transformationskrise, sieht man hier auch. Ne? Das BIP stieg pro Kopf auf 25.700 Euro. Nur in der gleichen Zeit stieg es eben dann im Osten nochmal viel stärker und es war dann eben auch die Zeit, in der Warschau, Prag und auch Bratislava im BIP deutlich vorbeigezogen sind. Auch das kann man hier sehen. Nur dieser relative Niedergang ist paradoxerweise einer der Gründe, warum Berlin heute im In- und Ausland so beliebt ist, vor allem unter jungen Leuten. Es gab billigen Wohnraum für kreative Menschen, Galerien und Touristen. Nur auch dieser Tourismusboom war wahrscheinlich das Zeichen eines wirtschaftlichen Problems, von der Überschuldung ganz zu schweigen. Nun, die nächste Frage war dann, wie kann man überhaupt diesen relativen Niedergang oder auf jeden Fall diese Stagnation, die man gewissermaßen als unfreiwillige Konvergenz oder Anpassung nach unten auch ansehen kann, wie kann man das erklären? Also ein Grund liegt schon mal im Versagen der lokalen Eliten. Die Ernennung zur deutschen Hauptstadt stieg dem Berliner Senat, damals noch Diebken, zu Kopf. Wenn man die Sitzungsprotokolle des Senats, des Abgeordnetenhauses durchschaut, dann geht es ständig um Metropole, Weltmetropole, Welthauptstadt und man hat sich verglichen mit London, New York, Moskau und blickte sehr stark zurück eben in die Blütezeit der 20er Jahre. Es war immer die Rede von Ostalgie, aber die wahre Nostalgie war anders ausgerichtet. Nun, was weniger beachtet wurde, war, sich darauf zu konzentrieren, internationale oder eben nationale Investoren anzuziehen, um in der regionalen Liga mit Warschau, Prag und Wien zu bestehen. Und so kommt es, dass kein einziger größerer Konzern im wiedervereinigten Berlin seinen Hauptsitz errichtet hat, einzige Ausnahme ein Staatskonzern, die Deutsche Bahn. In der gleichen Zeit, da kommt jetzt Wien ins Spiel, in der gleichen Zeit in Wien wurden 300 Firmen, also Osteuropa-Firmenzentralen errichtet. Es gab dann den Skandal um die Berliner Landesbank bzw. die Bankgesellschaft, den kann man ein bisschen vergleichen mit der tschechischen Bankenkrise von 96 und
ja, im Grunde genommen ein Beleg dafür, dass diese Westberliner Eliten, die bis dahin regierten, auch nicht wirklich zur Korruption fähig waren. Bei diesem Skandal wurden 21 Milliarden Euro dann letztlich an Garantieleistungen nötig. Auch das gibt es immer wieder als wiederkehrendes Motiv. Ja, es wird irgendwo sehr viel Geld versenkt, vor allem von Banken, und dann muss eben wieder der Staat einspringen. Nun, diese 21 Milliarden als Garantiesumme, die waren tatsächlich weg, verspekuliert. Bei dieser tschechischen Bankenkrise war das Stichwort immer Tunnelierung, Tunnelovani, eines meiner Lieblingswörter der Transformationszeit. Das ist so Dagobert Duck und man geht zum Tresor der Bank. Ja. Das deutet das ja eigentlich an. Dort ist auch sehr viel Geld, mehrere Milliarden versenkt worden. Aber damit hat man ja letztlich die Großindustrie quer gestützt gewissermaßen und eigentlich Hunderttausende von Arbeitsplätzen gesichert. Also es gab wenigstens irgendeinen positiven wirtschaftlichen Effekt. Ein zweiter Faktor dann, wenn man also Berlin wiederum mit Warschau und Wien vergleicht, deutet eher auf ein kulturelles Problem. Die österreichische Wirtschaft nutzte die Kontakte nach Osten aus der Zeit des Kalten Krieges. Sobald es möglich war, investierten österreichische Konzerne in Joint Ventures, gründeten Niederlassungen oder kauften eben Firmen hinzu. Und es gab auch einen Wandel im Stadtbild. Schaufensterauslagen mit kyrillischen Beschriftungen oder in osteuropäischen Sprachen. Auch dieser große Bazar am Mexikoplatz, ist auch alles schon Geschichte, wurde toleriert. Welche Umsätze auf diesem Mexikoplatz erzielt wurden, das lässt sich nicht rekonstruieren, weil viele Geschäfte eigentlich dieser Grauzone der postkommunistischen Ökonomie zuzurechnen sind. Aber gemäß den Berechnungen des Wirtschaftshistorikers Dieter Stiefel erzielte Österreich in den zwei Jahrzehnten nach 1989 durch die Geschäfte mit Osteuropa ein zusätzliches Wirtschaftswachstum jährlich, zusätzlich von mindestens 0,5%. Das addiert sich im Laufe der Jahre. Ein weiterer Faktor oder ein Schlaglicht, was auch ganz interessant ist, ist eigentlich auch die Anerkennung dann dieser osteuropäischen Kulturen. Es gibt zum Beispiel in Wien einen sogenannten Ruski-Ball, ja, also einen Russenball, der ist Teil des Tanzballkalenders, findet jährlich statt, wird live nach Moskau übertragen als Balwensky. Und diese Firma zum Beispiel, auch so eine Art Joint Venture, veranstaltet inzwischen Russenbälle von Biarritz bis London. Also es gibt auch so kleinere Geschäftsmodelle, wo man sehen kann, wie sich das gerechnet hat. Und das war aber sozusagen eine Anerkennung eben auf, naja, als Teil der offiziellen Kultur. Hier dann zu den Zahlen, da sieht man diese schönen Balken, die Wiener lieben mich immer dafür, wobei auch dort kann man was abziehen, das hat wieder mit Statistikproblemen zu tun, ich komme gerne in der Diskussion drauf zurück, hat mit Pendlerströmen und so zu tun, ja, das ist etwas überholt, diese Zahlen, aber also was man sehen kann, ist dann nochmal diese Steigerung, ne, von 95 bis 2008 auf über 44.000 Euro. Obwohl die Zahl der Einwohner, das ist alles pro Kopf, um über 200.000 Menschen anstieg. Also tatsächlich auch eine Art von Gründerzeit. Nun, Warschau nutzte die Öffnung der Grenzen auf seine Weise. Sichtbarstes Zeichen dafür war das. Der große Bazar am Stadion Rzeszów-Lecia, also am sogenannten 10-jährigen Stadion auf dem rechten Weichselufer in Prager. Nun, manche erinnern sich vielleicht auch noch, ja, seine Art Freiluftmall, ständig so ein bisschen schmutzig und nun ja, etwas unübersichtlich, wie man ja auch sehen kann. Auf dieser Freiluftmall waren Ende der 90er Jahre etwa 7000 Unternehmen aktiv und also alle diese Basare zusammengerechnet in Polen sicherten nach damaligen Schätzungen von ernstzunehmenden Ökonomen mindestens 250.000 Arbeitsplätze. In Berlin gab es auch mal sowas, und zwar den Polenmarkt in der Nähe des Potsdamer Platzes. Nur war man sich dort zu fein für derlei Geschäfte und hat diesen Polenmarkt 1993 geschlossen. Nur als Größenvergleich, dort gab es 89, also zum Höhepunkt, auch ungefähr etwa 8000 Händler, also sogar noch etwas mehr als dort wahrscheinlich. Nur wurden diese Polenmarkt, sagt er schon genügend aus, ja, das war abwertend, und dann auch diese neuen Russen, meist eher als Eindringlinge mit seltsamen Geschäftsgebaren betrachtet, nicht unbedingt als potenzielle Investoren. Warum diese Verschlossenheit gegenüber Osteuropa, hat wahrscheinlich mit der Nachkriegsgeschichte zu tun, eben dem Okzidentalismus der Westberliner Eliten mit natürlich Ausnahmen, so unser gemeinsamer Universitätslehrer.
Der Vergleich zwischen Wien und Berlin deutet darauf hin, dass die Funktion als internationale Dienstleistungsmetropole letztlich mehr Wohlstand gebracht hat als der Status als Hauptstadt eines großen und mächtigen Nationalstaats. Nun, die Schließung der meisten Berliner Fabriken, die Industrieproduktion in der ehemaligen DDR sank auf 27% des Wertes von 89. Es gibt keinen stärkeren Einbruch in keinem anderen postkommunistischen Land. Nordbosnien kommt nahe daran, aber aufgrund des Krieges natürlich. Also aufgrund dieses Einbruchs der Industrieproduktion stieg natürlich auch die Arbeitslosigkeit massiv an. Das wurde bereits erwähnt. Nun, das hätte vielleicht Kräfte für eine Transformation von unten, diesen Begriff will ich jetzt auch einführen, freisetzen können. Aber hier ergibt der Vergleich mit Warschau interessante Unterschiede. Auch hier wieder ein paar Daten. In Polen wurden allein in den ersten 5 Monaten des Jahres 1989, also es gab schon eine vorherige Liberalisierung, 128.000 Firmen gegründet. In den folgenden 4 Jahren stieg die Zahl der Unternehmen landesweit auf 1,8 Millionen. Es gibt auch eine wunderbare Anthologie, also eine poetische Anthologie in der Politiker, wo das gesammelt wurde, also auch so Statements von diesen neuen Unternehmen, wie sie sich fühlen, warum sie das begründet haben, auch nicht alle ganz freiwillig. Auch klar, hat wieder mit der Arbeitslosigkeit zu tun. Aber jedenfalls, Warschau war das Zentrum dieses unternehmerischen Booms. Im Jahr 91 waren dort mehr als 40.000 sogenannte nationale Wirtschaftssubjekte registriert. 92, jetzt kommt schon die nächste Statistik. Sie sehen das jetzt hier ganz links, ja, mit diesem Pluszeichen. Also 92, 65.000, dann 132.000, 1994, glaube ich, müsste nochmal nachschauen. Und dann 1996 schon über 200.000. Das hat sich dann fortgesetzt mit einer gewissen Abflachung. Nun, in Ungarn und der Tschechoslowakei war dieser Boom an Betriebsgründungen ähnlich ausgeprägt. In Südosteuropa und in Berlin, auch in der ehemaligen Sowjetunion, war diese Transformation von unten dagegen schwächer. Und das kann man eben hier anhand der Zahl der Unternehmen erkennen. Also das sind hier, da steht hier schon Berlin, umsatzsteuerpflichtige Unternehmen. Man hat immer das Problem der Datenvergleichbarkeit. Aber jetzt mal so Größe der Städte gerechnet, Einwohnerzahl, hatte Warschau ungefähr 3- bis 4-mal so viele Unternehmer. Nun, was man jetzt hier auch erkennen kann, das sackt ein bisschen unten ab, also 004, ja, das ist kein Doppelagent, sondern 2004, sieht man ja dann danach diese Steigerung in Berlin wahrscheinlich schon unter dem Eindruck der rot-grünen Arbeitsmarktreformen, ja, dass es dann auch zu vermehrten Gründungen kam. Nur die vielen Ich-AGs, die dann gegründet wurden, erzeugten eben eher keine Gründerzeitstimmung wie in den 90er Jahren in Prag und Warschau. Im Gegenteil, es kam dann die viel zitierte Rede von Berlin, dass es arm, aber sexy sei. Und damit hat der regierende Bürgermeister Wobereit eigentlich angedeutet, dass sich die Stadt mit dieser ökonomischen Misere ein bisschen abgefunden hatte. Nun, der Unterschied zwischen dem Aufbruch in Warschau und der langjährigen Stagnation von Berlin zeigt sich nicht zuletzt im Stadtbild. Im Warschauer Zentrum ist bis dato eine Hochhauslandschaft mit 18 Gebäuden über 100 Metern Höhe entstanden. Ja, wo ist es? Jetzt. Okay, also das ist die Warschauer Skyline. Einige von Ihnen kennen sicher auch das. Zusätzlich zu diesen 18, das ist Stand Ende letzten Jahres, ist ungefähr ein Dutzend weiterer Hochhäuser geplant. Nun, unter den Architekten sind bekannte Vertreter der Branche, darunter Daniel Liebeskind, Norman Foster und Zaha Hadid. Diese neuen Hochhäuser, was man hier auch sehen kann, umzingeln gewissermaßen die sichtbarste Hinterlassenschaft des Stalinismus, den Warschauer Kulturpalast, in dem ich auch mal ein Büro hatte, 95, 96. War sehr schön dort innen drin. Ne? In Warschau war damals dieses Gebäude nicht sehr geliebt. Das war ja ein Geschenk der Sowjetunion, ja, wie es so schön hieß. Gab sogar Debatten, das ein bisschen zurückzubauen oder gar abzureißen. 2007 wurde dann nach kontroversen Debatten dieser Kulturpalast unter Denkmalschutz gestellt. Nun, was hat man gemacht? Durch die spezifische Baugenehmigung rundherum
hat man ihn gewissermaßen eben umzingelt und relativiert. In Berlin, die Geschichte kennen Sie natürlich auch, der Berliner Skyline, hier ist der Palast der Republik, wie er hier gerade noch steht, wurde abgerissen, wie viele andere Hinterlassenschaften der DDR. Rechts sehen Sie auch noch das Staatsratsgebäude, da steht heute das Außenministerium. Hochhäuser wurden nicht gebaut, weil das der Draufhöhenideologie des Senats und seines langjährigen Baudirektors Hans Stimmann widersprochen hätte. Die Fassadenhöhe blieb bis auf wenige Sonderzonen auf 22 Meter beschränkt. Gebaut wurde meist in diesem historistisch-postmodernen Stil, kommt so ein bisschen auf die Gegend drauf an, aber zum Beispiel unter den Linden, mit steinernen Fassaden, vor denen sich der Bürger dann wieder klein fühlt, wie im Kaiserreich. Nun, Berlin hat nach wie vor sehr viele Vorteile, nicht zuletzt den, dass es aufgrund des damals ausgebliebenen Booms eben nicht so überfüllt ist wie Warschau, wo die öffentliche Infrastruktur unterentwickelt ist und die Staus notorische Berühmtheit erlangt haben. Nun, auch das hängt mit der neoliberalen Ordnung zusammen. In Warschau wurde in den vergangenen 20 Jahren über 250 Hektar Parks und Grünfläche zugebaut. So 250 Hektar, das ist ungefähr die Größe des ersten Bezirks in Wien, also der Stadtkern, oder hier für Münchner zwei Drittel des Englischen Gartens. Man könnte jetzt auch resümieren, während Berlin sein Stadtbild und die Wirtschaft eher überregulierte, bemängeln Kritiker des neuen Warschau das Fehlen jeglicher Stadtplanung. Das liegt jedoch auch an mangelndem Geld. Also Warschau gibt nach verschiedenen Angaben aber auf jeden Fall sicher über 80% seiner Steuereinnahmen an den polnischen Staat ab. Und man könnte also auch sagen, dass die polnische Hauptstadt das ganze Land nach oben zieht. Berlin hingegen hängt bekanntlich am Tropf des Finanzausgleichs oder der Bundesregierung. Wenn man das nochmal zusammenfassen will, dann könnte man also nochmal diese drei lokalen Faktoren heranziehen, warum das also in Berlin mit der Transformation lange Zeit so stagniert hat. Erwähnte Hauptstadt Hybris, von Nostalgie durchzogen. Dann weiter noch ein kultureller Faktor, wie gesagt, fehlende Öffnung gegenüber östlichen Nachbarn. Auch in Frankfurt-Oder war das immer ein Heidenaufwand für östliche Kooperationspartner, einfach mal ein Bankkonto zu eröffnen. In Wien kann man Nummernkonten eröffnen, für verschiedene Zwecke, darüber kann man natürlich jetzt auch verschiedentlich nachdenken, ja, anlässlich der Ukraine-Krise. Aber eben noch das damit verbundene Problem der Standortpolitik. Ein vierter Faktor lag ganz gewiss außerhalb der Reichweite Berlins und das ist dieser deutsche Weg der Transformation mit einer Kombination aus Schocktherapie und dann sozialstaatlicher Kalmierung. Das trug nicht dazu bei, den ostdeutschen Initiative, die Initiative der Ostdeutschen zu unterstützen oder die diese hatten, zogen aufgrund der uneingeschränkten Freizügigkeit einfach um. Allein in den ersten 4 Jahren nach der Wiedervereinigung verließen etwa 1,4 Millionen Menschen die ehemalige DDR. So, nun diese Zahl, das entspricht wiederum ziemlich genau den bis 1993 gegründeten Unternehmen in der Tschechoslowakei. Einwohnerzahl ist auch ungefähr en par. Berlin hatte das Glück, dass es nicht leer gezogen wurde, wie Leipzig oder Magdeburg, aber es gab dort eine Ost-West-Bewegung durch Pendler. Daher die Arbeitslosenquote in den meisten Ostberliner Bezirken eher niedriger als in Westberlin. Nun, auf die Dauer mussten sich alle Deutschen an die neue Ordnung anpassen und ich komme jetzt wieder eher auf den generellen Topos eben eines der neuen Ordnung oder beziehungsweise der neoliberalen Ordnung. Die Sozialsysteme waren wegen der Transferzahlungen in die 5 neuen Länder und der hohen Arbeitslosigkeit nicht mehr finanzierbar. Das können wir wieder ausschalten, dass es dann immer wieder ablenkt. Bundeskanzler Kohl wurde 1998 wegen dieser Probleme und des sogenannten Reformstaus abgewählt. Es gab ja auch damals die Ruckrede, also im Grunde genommen hat sich eine Art von Bewusstsein breit gemacht, man hinkt hinterher und man hat sogar nach Osten geblickt. Ja, das ist also auch interessant an diesen Trends, an den spezifisch deutschen Transformationsdiskursen, dass nicht mehr nur der Westen Maßstab war. Gerhard Schröder hat dann nach anfänglichen Zögern umfangreiche Sozial- und Arbeitsmarktreformen beschlossen, darunter das bekannte Hartz IV und den Billiglohnsektor.
Nun, mit einem vergleichenden Blick auf Ostmitteleuropa könnte man das auch als nachholende Modernisierung oder eben Angleichung nach unten betrachten. Nun mussten auch die Westdeutschen, also sprich letztlich auch wir, in den sauren Apfel neoliberalen Reformen beißen. Begründet wurden sie ähnlich wie zuvor in Ostmitteleuropa als unvermeidbar und alternativlos, wobei da gibt es auch wieder eine längere Geschichte. Also Margaret Thatcher hatte immer diesen berühmten Teil mit Tina, there is no alternative. Also auch das könnte man auf die 80er Jahre zurückführen. Nun, in dieser zweiten Welle des Neoliberalismus ab der Jahrtausendwende ging es dann ans Eingemachte, unter anderem um Flat Tax Regimes, also Steuervereinheitlichung auf niedrigem Niveau, und die Privatisierung von Kernkompetenzen des Sozialstaats, wie zum Beispiel Alterssicherung. Ein weiteres Beispiel der Co-Transformation ist der deutsche Diskurs um die Zivilgesellschaft. Darin wurde durch ehemalige Bürgerrechtler inspiriert, ein schlankerer Staat und ein höheres Engagement für den Staat, die Demokratie und die Gesellschaft gefordert. Es passt auch zur These der Co-Transformation, dass die zwei bedeutendsten politischen Ämter der Bundesrepublik seit einigen Jahren mit Ostdeutschen besetzt sind. Nur schwand dann der Reformimpetus von Angela Merkel, seit die CDU mit dem neoliberalen Leipziger Programm fast eine Niederlage bei den Bundestagswahlen von 2005 erlitt. Seitdem gab es eben eine Kursänderung, eher eine Sozialstaatskonkurrenz, wäre es soziale von den beiden Großparteien, Steuersenkungen blieben fast aus. Außerdem profitiert die Bundesrepublik dann in jüngster Zeit indirekt von der Eurokrise. Internationale Investoren haben deutsche Staatsanleihen gehortet und insbesondere in Berlin zahlreiche Immobilien erworben. Und die steigenden Mieten, die daraus wieder resultieren, gefährden aber zugleich eines der Markenzeichen Berlins, eben die Nischen für die sogenannte Kreativwirtschaft. Zurück zu Warschau. Dort kann man resümieren, es ist eine breite Mittelklasse entstanden, die eigentlich schon auf westlichem Niveau lebt. Das gleiche gilt für Prag. Das war der einzige Fall, wo ich dann wiederum genauere Angaben gefunden habe, und zwar sogenannte Quartilsmessungen, also Einkommensschichten nach Viertel oder auch Fünftel. Im Jahr 2000, seltsamerweise nur für dieses eine Jahr. Also dort konnte man zum Beispiel feststellen, also ein Viertel der Einwohner hatte damals ein Jahreseinkommen von umgerechnet mindestens 12.000 Euro. Das zweitreichste Viertel zwischen 8.500 und 12.000 Euro. Die haben also letztlich auch nicht schlecht gelebt, wenn man die regulierten Mieten und niedrigeren Preise bedenkt. Allerdings das untere Viertel der Prager Bevölkerung musste monatlich mit umgerechnet 300 Euro auskommen. Und das ist wiederum eine Summe, die damals, natürlich noch mehr heute, allenfalls das tägliche Überleben ermöglicht. In Warschau werden keine derartigen Quantilsmessungen durchgeführt. Warum? Auch wieder interessant, vielleicht ein Zeichen, dass man das gar nicht wissen will. Aber die soziale Kluft ist dort ausgeprägter wahrscheinlich noch, wie überhaupt in der polnischen Gesellschaft, deutlich ausgeprägter als in Tschechien. Das kann man dann dort feststellen, wo sich Arm und Reich begegnen, auf den Parkplätzen zum Beispiel der neuen Supermärkte, der Shopping-Malls. Also dort sieht man eben westliche Mittelklasse, Mittelklasse, Warenkofferraum auf, Einkauf rein, ja, mit dem Auto. Und dann gibt es aber eben auch diese Menschen, die dann versuchen, diese Autos in eine Parklücke einzuweisen, Pfandflaschen zu sammeln, also die irgendwie noch ein paar Groschen dazu verdienen wollen. Es gibt nur noch eine kurze Zusammenfassung. Also was schon mal wichtig ist, für Sie wahrscheinlich nicht und eine Selbstverständlichkeit, aber für ein allgemeineres Lesepublikum wahrscheinlich doch. Der Osten des Kontinents ist nicht mehr arm, wie es eben den alten Osteuropa-Bildern entspricht. Warschau und Prag haben, wie erwähnt, in der Wirtschaftsleistung 2008 Berlin überholt. Inzwischen liegt der Bezirk Bratislava oder Bratislavski Kraj auf Platz 5 aller EU-Regionen und hat damit sogar übrigens auch Wien überholt. Ich erläutere gern, wie es möglich ist, dann später in der Diskussion. Nun, auch wenn man in Berlin dann eben spezielle Faktoren und Voraussetzungen berücksichtigen sollte, die erwähnte doppelte Transformation, lassen sich von der Entwicklung der Hauptstädte Rückschlüsse auf die jeweiligen Länder ziehen. Warschau verdankt seinen Boom der relativ konstanten Wirtschaftspolitik in Polen seit 1989. Diese kann man aber dann nicht allein auf die Reformen oder einzelne Akteure wie Balcerowicz reduzieren. Der Aufschwung beruhte eher auf dem Unternehmensgeist der Warschauer, die bereits allerdings mit einer Longue-Durée-Perspektive auf die Zeit des Staatssozialismus zurückgeht. Das eigentliche Rückgrat der Warschauer Wirtschaft sind neben den polnischen und internationalen Konzernen, gut, also wieder zentralstaatliche Ordnung, das ist mehr föderale und so, auch das
kann man noch alles debattieren, sind diese, ich habe jetzt die Statistik nicht mehr da, aber also kurz nach der Krise waren es 340.000 nationale Wirtschaftssubjekte, ja, Stand 2011, die in der Stadt aktiv waren. Nicht in Zahlen erfassbar ist die Kultur des Zweit- und Drittjobs, das heißt zusätzliche Tätigkeiten neben der eigentlichen Hauptbeschäftigung. Und diese Transformation von unten ist wahrscheinlich der Schlüssel dazu, um das polnische Wirtschaftswunder, so wird es ja schon genannt, zu verstehen. Der Boom, wie wir auch gesehen haben, prägt die Warschauer Hochhauslandschaft. Zugleich wurden infolge des neoliberalen Laissez-faire die Stadtplanung und die Infrastruktur vernachlässigt. Außerdem hängt dieser neue Reichtum in all diesen Hauptstädten indirekt mit der Armut der ländlichen Regionen zusammen. Ein weiterer Faktor dieses Booms waren die Foreign Direct Investments, auch so ein Zauberwort zu seiner neoliberalen Ära, zum Beispiel in Polen 2006 über 15 Milliarden Euro, also das war der Höhepunkt. Nun, wo ist das hingeflossen? Hauptsächlich in die Wachstumszentren und insbesondere die Hauptstadt, ähnlich in der Slowakei und Ungarn. Da diese Länder untereinander und auf globaler Ebene um ausländisches Kapital konkurrierten, machten sie den Investoren keine Vorschriften, wo sie investieren sollen. Also daher die Hauptstädte pumpen, die ländlichen Regionen wurden abgehängt. Wirtschaftshistorische Studien zur Industrialisierung, also etwa 100 Jahre zuvor, zeigen, dass starkes Wachstum schon früher hohe Entwicklungsunterschiede und Ungleichheit nach sich gezogen hat. Aber in der Transformationszeit hing es nicht zuletzt mit der Herkunft des Kapitals bzw. der großen Investoren zusammen. Tschechen und Slowenien haben eine eher national ausgerichtete Investitionsstrategie verfolgt und diese beiden Länder sind geografisch und schichtbezogen weit egalitärer geblieben als etwa Polen. Nun ist aber diese Auseinanderentwicklung von Stadt und Land seit etwa 2005 gestoppt oder sogar leicht rückgängig. Warum? Das liegt an der Regionalförderung und den Agrarsubventionen der EU, die inzwischen den Umfang des Marshallplans bei weitem überschritten haben. Daher hat seit etwa gut 10 Jahren auch in Polska B und vergleichbaren Regionen ein Aufschwung begonnen. Der untermauert wiederum die Legitimität der Transformationsregimes, denn diese fußten letztlich auf dem Versprechen von mehr Wohlstand und Modernität und unterschieden sich in dieser Hinsicht vielleicht gar nicht so sehr vom Staatssozialismus. Ich kann jetzt nun abschließend kein allgemeines Resümee über die Transformationszeit ziehen, weil es zu sehr vom jeweiligen Blickpunkt abhängt. Ob man eben auf der Aussichtsterrasse von seinem Warschauer Hochhaus darauf blickt oder sich in irgendeinem Dorf in den Waldkarpaten befindet. Außerdem hat die Krise von 2008-09 nochmals alles kräftig durcheinandergewirbelt. Einige Länder sind wirtschaftlich fast abgestürzt, was eine präzedenzlose Abwanderung zur Folge hat. Andere haben zum Besten weiter aufgeholt und südliche EU-Länder überholt. Und die Entwicklung in der Krise und danach hängt wiederum sehr stark von der jeweiligen Hinwendung zur neoliberalen Ordnung ab. Nur das kann ich jetzt nicht mehr näher erwähnen, das bleibt dann quasi dem Schlussteil bzw. dem Schlussteil eigentlich meines Buches vorbehalten und freue ich mich auf Ihre Reaktionen und Ihre Fragen und die Diskussion. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.